Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Und heute wird es richtig spannend. Wir schauen mal rein bei Yvonne und Peter. Was ist denn da jetzt wirklich los? Die große Frage seit, ja, gefühlt 6 Monaten. Sind die jetzt oder sind die jetzt nicht? Ein paar. Keiner weiß es so richtig, aber wir erinnern uns, Dienstag wurde Wettkampf in 4 Wänden, die ultimative Bau-Challenge ausgestrahlt und da ist Peter Klein Yvonne Wölker ein bisschen näher gekommen. Ich hatte hier mit euch den kleinen Po-Grabbler besprochen, aber es gibt natürlich noch weitere Bilder aus der besagten Folge und jetzt haben sich natürlich sämtliche Klatschblätter darauf gestürzt, so ähnlich wie ich es am Dienstag auch gesagt habe, war ja zu erwarten, aber wir schauen uns auch mal an, was macht Peter eigentlich zurzeit in seiner 3000 Euro Mietfinger und was macht Yvonne Wölke? Heute mal wirklich ein kleines Love-Spezial, so könnte man es vielleicht nennen, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, Freunde, aber vorweg, also, beides sind freie Menschen, wenn die miteinander glücklich sein sollten und es sind, dann ist das völlig in Ordnung und von meiner Seite aus auch gar nichts einzuwenden. Ich bin aber gespannt, was ihr dazu sagt. Auf jeden Fall, wenn ihr auch mehr über die heißen Flirtversuche von Peter und Yvonne erfahren wollt, seid ihr hier bei uns genau richtig. Wir sind hier eine kleine Trash-Familie und gehen hier schon auf die 14.300 zu. Ich glaube, es fehlt 10 Abos. Es ist unglaublich. Dankeschön für euren Mega-Support. Vielen, vielen Dank für eure Wertschätzung. Also, was ist passiert? Ihr habt das mitbekommen. Wettkampf in 4 Wänden. Ist wohl mehr Wettkampf der einen Hand, wenn man das genau betrachtet. Und das war ja wirklich das Bild, was die 3. Folge für uns eingefangen hat. Ihr wisst nicht mehr, welches Bild ich meine. Ich zeige es euch. Ich zeige es euch einen kleinen Moment. Und zwar reden wir genau von diesem Bild. Das ist das eine Bild der Situation, wo Peter Yvonne natürlich helfen zur Hand geht. Aber es gab einige, die sich ja gefragt haben, hä, ist das denn in Ordnung und darf er das denn? Und ja, das muss man erstmal vielleicht in dem gleichen Zusammenhang nochmal erwähnen. Er darf das. In einem Interview hat Yvonne Wölke sogar gesagt, dass er darf das. Also alles gut, er darf ihr auch mal an den Po fassen. Das heißt, ich denke mal, hier ist die Einverständnis, ja, von daher können wir dieses abhaken, dass das vielleicht gar nicht gewollt ist oder Belästigung ist, können wir abhaken. Nein, Yvonne Wölke sagt selber, nö, darf er, alles gut. Aber schaut mal, es gab noch eine andere Szene hier, die hier sehen wir sie und hier gibt es, wie ich finde, entweder flüstert er ihr etwas ins Ohr, ja, kann sein, oder aber hier wird ein kleiner Seitenschmusi gegeben, was ich aber wirklich sympathisch finde. Ja, auf den Adidas Latschen auf Zehenspitzen, um Yvonne Wölke einen kleinen Schmusi zu geben. Eine schöne Aufnahme, wie ich fand. Das ist so ein bisschen aus dem TV-Format, wie ich finde, ja, man hat es zwar gesehen, aber man hat es nicht so wahrgenommen. Ich zumindest nicht, aber hier sehen wir eine Sache und dann sehen wir auch noch hier, schaut mal, auch hier ist Peter auf Tuchfüllung bei Yvonne Wölke. Also es scheint zu knistern, zumindest bei Peter. Das wissen wir aber auch. Peter hat ja schon gesagt, dass er sich in Yvonne Wölke verliebt hat. Aber wenn man sich das hier alles so anschaut, alles in Ordnung. Ja, vielleicht ein bisschen einseitiger von Peter aus. Ja, man darf aber auch, wie gesagt, nicht vergessen, Kameramann, Tontechniker, Licht, Redaktion, alle stehen ja irgendwie damit rum. Ich kann immer nicht sagen, inwieweit das für RTL gestellt ist, um eine spannende 3. Folge zu inszenieren oder nicht. Das kann ich euch einfach nicht sagen. Für mich aber tolle Bilder, die wir hier sehen und ja, wenn zwischen den beiden es wirklich inzwischen gefunkt hat, nach einem so langen Zeitraum, dann freue ich mich für die beiden und dann sage ich auch natürlich wie immer feuerfrei, Liebe kennt keine Grenzen, ja, das wisst ihr und wenn da wirklich Liebe im Spiel ist, dann würde ich mich für die beiden sehr freuen. Im Übrigen ist es das, was ich hier in meinen Kommentaren noch immer wieder lese, die beiden geben ein süßes Paar ab. Ja, das ist so das, was ich hier immer wieder lese und wenn ich mir das so anschaue, warum nicht? Also ich finde, die sind süß zusammen, oder?
So, jetzt fragen wir uns aber natürlich alle, was macht denn Peter den ganzen Tag in seiner 3000 Euro Mietfinca? Und ich habe euch ja hier schon vor längerer Zeit gesagt, dass ich bei Instagram so Qualitätscontent mag, ja? Wenn man wirklich etwas zeigt, etwas macht und dann entsteht etwas. Und Peter, und das muss ich wirklich so sagen, und da schäme ich mich, dass ich das in der letzten Zeit auch gar nicht so viel besprochen habe, der ackert richtig, der macht so ein bisschen Handwerker-Stories den ganzen Tag auf Instagram, und das finde ich richtig gut, und das ist halt richtig gute Qualität. Besser als einen immer beim Shoppen gehen und Essen zuzuschauen, finde ich das cool, wenn man sieht, wie man etwas macht. Und da zeige ich euch mal kurz einen Ausschnitt von Peter. Ja, dass ihr mal so eine ungefähre Vorstellung bekommt, was so ein Tisch wiegt, wenn alles montiert ist. Also den ich eben gerade rausgebracht habe, ich denke mal, dass das so um die 100 Kilo wiegt. Das ist Vollholz, also Massivholz. Und das hat schon sein Gewicht. Ne? Den neuen habe ich jetzt auch schon reingetragen hier. Also geschoben im Brett. Diese Tischplatte wiegt schon 60 Kilo. Da kommen noch die Füße dran. Also sind wir auch ungefähr wieder so knapp bei 80, 90, vielleicht auch 100 Kilo, keine Ahnung. Ja, sind schon ganz schöne Gewichte, die da bewegt werden. Maße von dem Tisch, genauso wie den ich rausgetragen habe, 2,10 Meter mal einen Meter. Mhm. Platz für 6 Stühle, reicht ausreichend und der füllt den Platz hier auch. So, jetzt zeig aber mal, was du gemacht hast. Ja. Das mache ich jetzt noch, das baue ich noch auf. Und dann muss ich zum Friseur. Oh. Das ist nicht mein DIY, sondern das von meinem Friseur. Und dann melde ich mich einfach später wieder. Bis dann, ciao. So, und hier sehen wir, was Peter gemacht hat. Er hat jetzt wirklich, glaube ich, schon sämtliche Tische irgendwie in der 3000 Euro Mietfinca abgeschliffen. Ich meine auch, dieser ewig lange Tisch, den er draußen zu stehen hat, den hat er auch schon gemacht. Aber ja, Peter kann was. Das muss man einfach so sagen, wenn man sich das mal hier anschaut. Das ist das Vorjahrbild, das ist das Nachherbild. Da hat er schon ganz schön was geleistet. Und ich finde solche Instagram-Stories, wo man schmutzig ist, wo man dreckig ist, wo man was macht, wo der Zuschauer etwas sieht, finde ich persönlich ziemlich gut. Ja, das habe ich euch aber auch schon vor Monaten gesagt, dass ich sowas ziemlich gut finde. Hat er aber toll gemacht. Vielen Dank, Peter. Und jetzt hält sich aber das Gerücht die Stange, dass Peter und Yvonne sich gestritten haben. Ja, das ist so etwas, was ich immer wieder lese, auch hier in den Kommentaren, dass die beiden irgendwie miteinander Beef haben. Aber das sieht ganz anders aus. Ich habe euch mal eine Story von gestern von Yvonne Wölke eingefangen, wo sie mit Peter so ein bisschen... Ja, ich würde sagen, sie schäkert ein bisschen mit ihm, wobei sie auch ein bisschen Schwierigkeiten mit ihrem Licht hat. Ja, das muss man auch sagen. Aber das schauen wir uns auch einmal an, um dann vielleicht auch mit diesen ja, vermutlichen Gerüchten aufzuräumen, dass sie miteinander Streit haben. Ich persönlich weiß es natürlich nicht, keine Ahnung, ob die beiden im Streit sind oder nicht, aber Fakt ist, dass die beiden sich auf jeden Fall noch verlinken, noch folgen. Das sind ja immer so die Indikatoren, ob es irgendwo Stress gibt. Und ja, sie reden auch miteinander. Wir schauen mal rein. Da bin ich wieder. Ich hab's repariert. Und zu Peters Story, ich habe mir jetzt gerade seine Story angeguckt, wie er da den Esszimmertisch von A nach B transportiert. Lieber Peter, du kannst mich auch als Profi-Handwerkerinnen ich gender nicht, mich kannst du buchen. Du weißt doch, wie ich jetzt arbeite. Ach, also, mit dem Licht? Eine bessere Handwerkerin kannst du gar nicht bekommen. Lichttechnikerin. Huch, ups. Wo ist sie? Ja. Morsezeichen. Ich werde dann auch arbeiten und nicht spielen mit dem Licht. Das kann ich dir schon mal sagen. Überlegst dir, ich werde mal überlegen, wie teuer ich bin. Eine Gage natürlich. Eieiei. Bis dann. Das war eine Spitze. Das habt ihr wahrscheinlich, die aufmerksamen Leser wahrscheinlich mitbekommen. Das war eine kleine Spitze von Yvonne, aber nicht gegen Peter. Ja, verrückt. Also Yvonne Wölke ist zwar noch überfordert mit der Fernbedienung, bietet aber ihre Dienste Peter Klein an, natürlich für die handwerkliche Arbeit. Ja, eine lustige Story, wie ich fand. Yvonne Wölke mit Humor, ja, schön zu sehen. Und mit Peter Klein hier weiterhin auf Tuchfühlung und im Kontakt. Also scheinen diese Schlagzeilen der eventuellen Liebe... vielleicht gar nicht so abwegig zu sein. Oder? Ich weiß es nicht. Das ist ja wirklich das Gerücht, was hier die meisten interessiert. Was läuft bei den beiden? Vielleicht erfahren wir es auch nächste Woche in Folge 4, Wettkampf in 4 Wänden, die ultimative Bau-Challenge. Ich kann es euch noch nicht sagen, aber eins verspreche ich euch. Ich bin da dran, guckt da ganz genau hin und vielleicht werden wir es auch noch erfahren. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hat das alles auch kein wundervolles, romantisches Happy End. Ich weiß es nicht. Ich
würde mir ein romantisches Happy End wünschen, Freunde. Was sagt ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Seid ihr Team romantisches Happy End oder sagt ihr, ne, das passiert niemals? Ich bin sehr gespannt. Bleibt höflich, bleibt freundlich und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen heute um 14 Uhr. Ich freue mich auf dich. Mach's gut, ciao.